Coronavirus, Fake oder wirklich tödlicher Virus? Diese FFP2-Masken sind im Moment Mangelware und im Internet werden die sehr, sehr teuer gehandelt. In manchen Ländern gibt es die im Moment gar nicht mehr. Und wir erleben im Moment, dass die Händedesinfektion und Flächendesinfektionsmittel ausgehen. Das heißt, wir haben kein Produkt mehr. Es ist ein schmaler Grat zwischen Medienberichterstattung, um Angst zu erzeugen, und Medienberichterstattung, um aufzuklären. Und dieser Virus, der im Moment zu einer Pandemie sich entwickelt, weil er sehr viral ist, weil er sehr, sehr schnell sich verbreitet und wir in einer globalen Welt leben, ist sehr, sehr potent, was seine Verbreitung anbetrifft. Was seine Kraft anbetrifft, das bedeutet Todesfälle, ist es bis jetzt so, dass Immungeschwächte, also Patienten, die schon sowieso erkrankt sind, die wirkliche Probleme mit dem Virus haben. Die sind auch gestorben und das darf man auch nicht verschweigen. Aber gesunde Menschen, die im Endeffekt ein gutes Immunsystem haben, sind bis jetzt alle, sage ich mal, durchgekommen. Und das gibt mir ein bisschen Mut und das sollte dir auch Mut geben, weil es gibt ganz andere Erkrankungen, die viel, viel schlimmer sind, die viel, viel potenter sind. Das heißt, wir haben im Moment zwischen 1-2%, die daran sterben. Und das ist ein Punkt, wo man einfach sagen muss, okay, da fahren wir noch relativ gut mit dem Virus. So, jetzt möchte ich nochmal konkret auf eure Fragen eingehen und die habe ich mir hier aufgeschrieben. Deswegen nehme ich gerade dieses Blatt zur Hand. Was macht Corona überhaupt? Also Corona äußert sich eigentlich dadurch, dass du, sage ich mal, grippeartige Symptome hast, wie hohes Fieber, wie Husten, wie Schwäche. Und falls du wirklich dich von heute auf morgen schlecht fühlst, das ist immer ein Zeichen von einem Virus. Das ist ein Zeichen, du solltest auf jeden Fall gucken gehen. Im Moment ist es in Deutschland so, dass die Vorbereitung so ist, wir haben Zentren, Quarantänestationen und da sind die Leute, die dann im Endeffekt genau sich darauf spezialisiert haben. Gut, gibt es schon ein Gegenmittel und woran wird gearbeitet? Das wird immer wieder gefragt, gibt es schon ein Medikament, was man dagegen nehmen kann? Gibt es schon einen Impfstoff, was man dagegen nehmen kann? Was kann ich tun, wenn ich daran erkranke? Im Moment gibt es viele Studien, die laufen, ungefähr 48 in Asien und Amerika, weil da die meisten Patienten sind, die man auch da behandeln kann. Und es gibt eine sehr, sehr coole Nachricht, die ich heute gelesen habe. Es gibt ein Ebola-Präparat, das eigentlich für den Ebola-Virus entwickelt wurde. Und die Patienten, die jetzt damit behandelt wurden, haben nach einem Tag wirklich schon richtige Verbesserungen. Das muss noch evaluiert werden, es wird wahrscheinlich bis April dauern, aber wir haben Präparate in der Pipeline, die bei anderen Erkrankungen helfen, auch Virustatika, die den Viruslast senken, die auf jeden Fall sehr vielversprechend sind. Und wie funktioniert das Ebola-Virus oder besser gesagt das Präparat gegen Ebola-Virus? Das wird sozusagen gegeben und es baut sich in die RNA des Viruses ein. Und dadurch, dass es da eingelagert wird, kann das Virus, wenn es sich vermehren will, sich nicht mehr vermehren. Also es repliziert sich nicht mehr und dadurch hat man einen riesen Vorteil. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Präparat entwickelt und parallel wird natürlich an Impfstoffen gearbeitet. Durch die Verwandtschaft des Coronavirus an SARS, SARS wurde früher schon geforscht, hat man natürlich schon verschiedene Dinge in der Pipeline. Wie geht es jetzt weiter? Steht eine Pandemie bevor? Also was ist eine Pandemie? Eine Pandemie ist eine Epidemie, die dann kontinentübergreifend Infektionen in den Bevölkerung sozusagen auslöst. Und meine persönliche Meinung ist, dass in Deutschland, jetzt ist es in Italien ganz groß, dass in Deutschland sich das auf jeden Fall verbreiten wird. Das sollten wir die Augen nicht verschließen. Die größte Gefahr ist die Angst vor der Angst. Das heißt, wir haben im Moment Hamsterkäufe in den ganzen Geschäften. Wir haben kaum noch diese Atemschutzmasken, das sind die FFP2 und FFP3-Masken, die im Endeffekt schützen. Und wie schon gesagt, Desinfektionsmittel stellen wir jetzt selber her, weil es gar nichts mehr hier auf dem Markt gibt oder wenn zu Wucherpreisen. So,
Ist das Ganze wirklich so schlimm und baut die Medien hier das Medien, bauschen die Medien das auf? Ja, auf jeden Fall. Also die Medien bauschen das schon richtig auf, das muss man leider sagen. Und seriös ist es phasenweise nicht mehr. Ich würde sagen, man muss sagen, es ist ein gefährlicher Virus, aber es gibt so viele andere Erkrankungen, die sehr, sehr, sehr gefährlich sind und viel, viel, viel gefährlicher. Und jetzt wird eine große Blase erzeugt mit Quarantänestationen etc. pp. Natürlich ist die Gefahr da. Man sollte versuchen, sie zu verhindern, aber man sollte versuchen, die Angst runterzufahren. Es ist kein so starker, potenter Virus, der so tödlich ist, dass man wirklich richtig Angst haben sollte, wie in dem Film Outbreak. Ja? Outbreak ist ein sehr, sehr tödlicher Virus. In dem Fall ist das wirklich kein tödlicher Virus, wenn man das vergleicht. Genau, also das Verhalten ist klar. Händedesinfektion, Abstand halten zu den Personen, große Menschenansammlungen am besten meiden, wenn es geht. Das ist sozusagen die Empfehlung, die ich sagen würde. Wie kann ich mich anstecken? Durch Tröpfcheninfektion. Wie kann ich mich schützen? Versuche, einen großen Abstand zu halten zu deiner Person. 1 bis 2 Meter ist gut. Wenn du siehst, dass derjenige krank ist, geh nicht zu nah ran. Dann, was ich schon gezeigt habe, Händedesinfektion. Händedesinfektion ist ganz einfach. Du machst beide Hände wie, als würdest du Geld jetzt bekommen, schön ineinander reiben und drehst dann im Endeffekt deine Finger mit, weil das meiste ist sozusagen unter den Fingernägeln. Danach machst du es so, dass du sprühst und auch noch ein bisschen die Arme mit nach hinten nimmst, dass wirklich auch alles desinfiziert ist. Der letzte Tipp, den ich dir gebe, ist, wenn du hustest oder wenn du zum Beispiel niesen musst, dann mach dir sogar eine Hustenetikette und nimm den Ellbogen oder irgendwas vor deine Hand, nicht in die Hand selber husten. So, das waren so die Grundregeln. Ja, was bleibt mir zu sagen? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und gib mir auf jeden Fall ein Abo. Ja, wenn dich noch mehr interessiert, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.